gestern darauf verständigt hat, wie üblich während der Haushaltsberatungen in der nächsten Sitzungswoche, das ist ab dem 10. September, keine Befragung der Bundesregierung, keine Fragestunde und auch keine Aktuellen Stunden durchzuführen. Als Präsenztage sind die Tage von Montag, den 9. September 2019 bis einschließlich Freitag, 13. September festgelegt worden. Ich nehme an, Sie sind damit einverstanden, das ist offensichtlich der Fall. Dann verfahren wir so. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 25. Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo, KFOR. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Auch dazu gibt es keinen Widerspruch. Dann ist es so beschlossen. Und dann erteile ich das Wort dem Kollegen Fritz Felgentreu, SPD. Zunächst habe ich noch die Aussprache zu eröffnen, was ich hiermit getan habe. Konkludent durch die Worterteilung. Vielen Dank, Herr Präsident, auch für die Eröffnung der Aussprache. Meine Damen und Herren, das Kosovo ist ein Land von besonderer, von symbolischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland. Es steht für eine neue Ära in der deutschen Sicherheitspolitik, eine Ära, die bis heute andauert. Denn dort, im Kosovo, wurde die Bundeswehr zum ersten Mal mit einem robusten Mandat eingesetzt. Und in einfacher Sprache formuliert bedeutet das, im Kosovo war die Bundeswehr zum ersten Mal im Krieg. So haben wir das damals, vor inzwischen über 20 Jahren, in leidenschaftlichen politischen und auch gesellschaftlichen Debatten empfunden. Und so war es auch. Im Kosovo hat die Bundeswehr gekämpft und gelitten. Soldaten der Bundeswehr haben dort getötet und ihr Leben verloren. Viele sind an Körper und Seele verwundet von dort zurückgekehrt. Und sie haben das getan, weil dieses Haus es so wollte. Weil der Deutsche Bundestag die Risiken des Einsatzes immer wieder in Kauf genommen hat, um die damit verbundenen politischen Ziele zu erreichen. Ich will heute nicht von der Fürsorgepflicht sprechen, die der Bundestag sich mit jedem Mandat immer wieder neu auferlegt. Und ich will mich auch nicht hinter wohlfeilem Dank verstecken, den wir den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr schulden. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz, für Ihren Mut, für Ihre Loyalität, für Ihre Beharrlichkeit, natürlich. Natürlich und gerne. Aber darum geht es heute nicht, jedenfalls nicht nur, sondern es geht um die 20. Verlängerung dieses Mandats. Alleine schon diese große Zahl zwingt uns zu der Frage oder auf die Frage zu antworten, war es das wert? Durften wir das? Welchen Sinn hat es, nach 20 Jahren noch weiterzumachen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, der Bundestag durfte nicht nur, er musste. Und es war richtig und es hat weiterhin Sinn. Denn nach dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 lagen nicht nur große Teile des Landes in Trümmern. Das gesellschaftliche Klima war vergiftet und von einer unmittelbaren Gewaltbereitschaft geprägt. In dieser Situation übernahm die NATO, gestützt auf die UN-Resolution 1244 in Form des KFOR-Mandats, die Verantwortung für Sicherheit und Ordnung. Niemand sonst konnte sie gewährleisten. Und es folgten schwere Jahre. Der Beitrag der Bundeswehr erreichte zeitweilig Brigadestärke. Aber immer waren die Anstrengungen von der Überzeugung getragen, dass der Frieden und der Schutz der Menschenrechte in unserer unmittelbaren Nachbarschaft notwendig und der Mühe wert sind. Wenn ich von Menschenrechten spreche, denke ich ausdrücklich nicht nur an die der Kosovaren, sondern auch an die der serbischen Minderheit, für die die bloße Existenz eines unabhängigen Staates Kosovo bis heute einen Verlust von Heimat und Identität bedeutet. Wenn wir uns das Kosovo heute ansehen, sehen wir ein Land, in dem noch längst nicht alles in Ordnung ist. Eine Schweiz des Balkans wird dort auf absehbare Zeit nicht entstehen. Aber das Töten hat aufgehört. Die Menschen können in Sicherheit ihre Zukunft planen. Der Hass hat sich teils zu einer Feindseligkeit abgeschwächt, teils ist er ganz geschwunden. Die Lage hat sich gewandelt. Selbst die serbische Minderheit, die in der Region um Prizren lebt, hat mit dem endgültigen Abzug der Bundeswehr im vergangenen Jahr keine Befürchtungen um ihre Sicherheit verbunden.
Die Zukunftsperspektiven des Kosovo hängen heute nicht mehr an der NATO, sondern an der Europäischen Union. Und das ist ein riesiger Fortschritt. Mit dem neuen Mandat, meine Damen und Herren, bekennen wir uns zu unserer Verantwortung für dieses kleine, geplagte Land auf dem Balkan. Und wir freuen uns auch darüber, dass wir nur noch 70 Soldaten brauchen, um gemeinsam mit unseren Verbündeten Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Das Kosovo beweist, Fortschritt ist möglich. Der KFOR-Einsatz war die Grundlage für den Fortschritt. Und das Kosovo zeigt auch, Nachhaltigkeit beim Aufbau einer friedlichen Zukunft in Demokratie, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit erwächst nicht aus dem Einsatz von Militär. Die Arbeit ist längst noch nicht getan. Wirklich am Ziel sind wir erst, wenn wir Serbien und Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien, Albanien und natürlich das Kosovo guten Gewissens in die Europäische Union integrieren können. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber der Blick auf die gemeisterte Wegstrecke zeigt, nichts ist unmöglich. Am Ende dieses Weges steht ein befriedeter Balkan. Und, meine Damen und Herren, ein friedliches Europa kann es für uns nur geben, wenn der Balkan, diese uralte, wunderschöne, stolze, freiheitsliebende Kulturregion, endlich mit sich selbst im Frieden lebt. Bitte stimmen Sie dem 21. KFOR-Mandat zu. Fritz Felgentreuer hat die Debatte eröffnet über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Kosovo, der längste Bundeswehr-Auslandseinsatz insgesamt. Und jetzt haben wir die ulkige Situation, dass unsere beiden Gesprächspartner von heute Morgen direkt hintereinander sprechen. Armin Paul Hampel für die AfD jetzt. Herr Felgentreuer, ich habe den Eindruck, wir reden über ein spanisches Urlaubsgebiet. Die alten Städten, die Klöster, die Kulturstätten auf dem Balkan und im Kosovo, ja, das alles gibt es. Aber dann fragen Sie sich mal, wer gerade eine Reihe von, ich glaube, über 200 Klöstern im Kosovo zerstört hat. Das waren Kosovo-Albaner und die haben nicht die touristischen Vorstellungen, die Sie hier äußern. Meine Damen und Herren, es begann mit einer Lüge, ist eine Produktion des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die derzeit mehrfach ausgestrahlt wird, und genau das wiedergibt, was in den 90er Jahren im Kosovo an völkerrechtswidrigen Aktivitäten durchgeführt wurden. Und dann war es ein Bruch nicht nur des Völkerrechts, nein, wir haben sogar gegen die UNO-Resolution 244 verstoßen, willentlich und wissentlich, die ausdrücklich die territoriale Integrität Serbiens anerkannt hat. Und Sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben sich gegen die UN und gegen das Völkerrecht gestellt. Das ist die Wahrheit. Herausgekommen ist ein sogenannter Failed State, ein Verbrecherstaat, der von Kriminellen regiert wird. Drogenhandel, Menschenhandel, Waffengeschäfte, illegale Geldwäscherei in jedem Sinne, das lesen Sie in jeder internationalen Agentur. Bis hinauf in die höchsten Regierungsspitzen ist die kosovarische Regierung von Kriminellen durchsetzt. Und der Präsident, der dort oben an der Spitze steht, Herr Tadic, stand ja schon vor einem Gericht und sollte angeklagt werden. Und sämtliche Zeugen in diesem Prozess sind umgebracht worden. Ich habe keinen Aufschrei im Deutschen Bundestag darüber gehört, meine Damen und Herren. 3,4 Milliarden Euro, 130.000 Mann über 20 Jahre im Einsatz, 27 Soldaten haben im Kosovo ihr Leben verloren. Ja, nicht durch Kampfhandlungen, Herr Felgentreuer, das stimmt, sondern durch andere Umstände, Unfälle etc. Übrigens viele Selbstmorde nebenbei bemerkt. Was haben wir erreicht? Das, was ich soeben geschildert habe und was die internationale Medienlandschaft Tag für Tag wiedergibt. Wir verschließen unsere Augen und träumen von einem neuen Mallorca auf dem Balkan. Meine Damen und Herren, dieser Einsatz ist nicht den Knochen eines einzigen deutschen Soldaten wert. Wir unterstützen keine kriminellen Regierungen, wir unterstützen keinen Mafiastaat. Wir haben uns 20 Jahre auf dem Balkan versündigt. Das ist die Wahrheit, Herr Kollege. Das ist die Wahrheit. Die serbische Regierung, ich hatte unlängst die Möglichkeit, ein langes Gespräch mit dem serbischen Außenminister zu führen, der sich bitter beklagt hat, dass das Normalisierungsabkommen von den westlichen Staaten gefördert von dem Kosovaren rund und glatt weg abgelehnt wird. Es gibt keine Entwicklung in diesem Abkommen, obwohl die Frau Bundeskanzlerin hat es ja vorgestern hier bestätigt, obwohl die Serben in ganz vielen Punkten ihre Vereinbarung eingehalten haben. Die Kosovaren machen genau das Gegenteil. Sie behindern alles, was zu einer Verständigung, zu einer Versöhnung nötig ist. Unlängst hat man serbische Produkte mit einem Zoll von 100%
belegt. Das ist kein Versöhnungsprozess, das ist ein Spaltungsprozess. Und ich stelle mir vor, in der Europäischen Union würde mal einer auf die Idee kommen, sagen wir die Holländer, 100% Einfuhrzoll auf deutsche Waren zu erheben, dann wäre hier aber die Hölle los im Deutschen Bundestag und in Europa sowieso. Da lassen wir alles durchgehen. Warum? Ich habe es gesagt, weil wir seit 20 Jahren eine kriminelle Bande auf dem Balkan unterstützen. Und damit Sie mal wissen, wovon ich rede, zitiere ich mit Genehmigung des Herrn Präsidenten Carla Del Ponte, die in ihrem Buch über die Vergehen auf dem Kosovo Schreckliches berichtet. Sie sagt, dort habe es ein sogenanntes gelbes Haus gegeben, in denen Organe von Gefangenen entnommen wurden. Man habe sie in eine Baracke gesperrt, bis man sie schließlich aller ihrer Organe entledigt hat. Und die Gefangenen hätten, als sie es erfahren haben von ihrem Schicksal, ihre Peiniger angefleht, sie zu töten. Das muss man sich mal vorstellen. Und all das lassen wir geschehen und sagen, eine Bundeswehr wird da schon mit anderen Partnern für Frieden und Stabilität sorgen. Wir haben den Frieden nicht erreicht, wir haben die Stabilität nicht erreicht, wir haben die Menschen einem grausamen Schicksal ausgesetzt und jetzt wäre es Zeit, es zu korrigieren. Finden wir die Entscheidung, die aus vielen internationalen Vorschlägen kommt. Das Kosovo ist nicht lebensfähig, es wird auf kurz oder lang zu Albanien geschlagen werden. Geben wir die serbischen Regionen, die hauptsächlich von diesen bewohnt werden, an Serbien, damit sie unter ihren eigenen Landsleuten in Frieden leben können, und beenden wir schleunigst diesen Einsatz. Er hat Deutschland weder Ruhm noch Ehre noch Anerkennung gebracht. Danke, meine Damen und Herren. Armin Paul Hampel, außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, hat sich in seinem Debattenbeitrag unter anderem auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen berufen. Wir nehmen das mal wohlwollend zur Kenntnis. Johann Wadephul ist der nächste Redner, stellvertretender Vorsitzender Unionsfraktion. Die ja regelmäßig Besuche abstattet auf der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim, ist nicht nur eine Blindheit gegenüber den Maßstäben des Völkerrechts, die Deutschland verteidigt, sondern ist insbesondere, wenn es um die Aufgabe der Soldatinnen und Soldaten, die seit 20 Jahren verrichtet wird und die Blutvergießen verhindert hat, die dafür gesorgt hat, dass ein schrecklicher Bürgerkrieg eingedämmt werden konnte, die natürlich keine Verantwortung dafür übernehmen kann, wie nirgendwo auf der Welt, dass nicht auch weiter kriminelle Machenschaften stattfinden. Aber das diskreditiert den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten in einem Ausmaß, das ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das können wir hier nicht stehen lassen. Deutschland zeigt mit einem 20-jährigen Einsatz im Kosovo, dass wir bereit sind, internationale Verantwortung zu übernehmen. Ja, dazu haben wir uns verpflichtet. Ja, auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor 6 Jahren haben Präsident, Außenminister und Verteidigungsministerin gesagt, wir nehmen internationale Verantwortung wahr. Ja, dazu ist es notwendig, dass wir den Verteidigungshaushalt weiter erhöhen. Das 2%-Ziel ist für uns verbindlich. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland kann auch selbstbewusst darauf hinweisen, dass wir diesen längsten Einsatz, der von der NATO geführt wird, zuverlässig begleiten, dass wir da sind, wenn Deutschland gefordert ist, um dafür zu sorgen, dass Völkerrecht Geltung hat, dass es um Menschenleben geht und dass wir für Sicherheit und Ordnung in dieser kritischen Region zeigen. Wir sind sicherheitspolitisch erwachsen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das können wir selbstbewusst sagen. Und es zeigt auch, dass wir in der Lage sind, auch mit einer Parlamentsbeteiligung dies zu realisieren. Die deutsche Parlamentsbeteiligung ist auch mancher internationalen Kritik ausgesetzt. Und wir sagen allen internationalen Partnern immer wieder, es ist gut und es ist richtig und es ist nicht irgendein Relikt des Kalten Krieges, dass das deutsche Parlament daran beteiligt ist. Dass wir hier im Deutschen Bundestag seit 20 Jahren verlässliche Mehrheiten für diesen schwierigen Einsatz haben, das zeigt, dass parlamentarische Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten nicht irgendeine Sonntagsrede ist, sondern dass sie wahrgenommen wird, dass sie gelebt wird und dass eine parlamentarische Beteiligung richtig ist. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Und dieser Einsatz, unser heutiger Beschluss, zeigt, dass wir dem gewachsen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wir müssen in der Tat Verantwortung wahrnehmen, in die Verantwortung gehen für das Kosovo, für den westlichen Balkan, aber auch die Staaten dort auffordern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und da ist in der Tat viel zu tun. Wenn es ein Gerede gibt über Großalbanien, dann ist das eine wirkliche Gefahr für den Frieden dort, die insbesondere auch der kosovarische Präsident Sači schürt. Das ist nicht akzeptabel. Wenn es Ideen gibt, wieder Grenzlinien anhand von ethnischen Bevölkerungsgruppen neu zu ziehen, dann ist das eine elementare Gefahr für Frieden und Sicherheit in dieser Region. Und wir müssen allen Menschen dort sagen, ja, sie gehören zu Europa. Wir wollen sie integrieren in dieses Europa. Das wird ein langer Weg sein. Fritz Felgentreu hat das gesagt. Aber das Europa des 21. Jahrhunderts ist ein Europa, in dem wir die Rechte ethnischer Minderheiten nicht mehr durch Grenzziehung wahren, sondern durch kluge Minderheitenpolitik. Das wird in Südtirol gelebt. Das wird auch in Deutschland gelebt. Ich habe in meinem Wahlkreis eine dänische Minderheit. Und auch wenn die Grenzziehung zu Dänemark 100 Jahre her ist, glauben Sie nicht, dass es nicht auch dort noch Ressentiments gibt. Und die gibt es natürlich in sehr viel größerem Umfang noch in dieser Region dort. Das heißt, dieses Europa der Zukunft muss ein Europa des integrativen Ansatzes sein, in der ethnische Unterschiede eine immer kleinere Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir auch erzählen können und die wir auch in diese Region bringen können. Und wenn wir diese Verantwortung weiter wahrnehmen und die Politikerinnen und Politiker dort in der Region weiter in die Verantwortung nehmen, dann in der Tat ist es möglich, diesen Kernbestandteil Europas auch in die Europäische Union zu integrieren. Wir werden voraussichtlich im Herbst über die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit weiteren Staaten hier zu entscheiden haben. Und ich glaube, mindestens im Fall von Nordmazedonien ist klar, es wird positiv ausgehen. Das heißt, Deutschland steht zu seiner Verantwortung im westlichen Balkan. Das ist ein Teil Europas. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, aber wir nehmen auch die Politikerinnen und Politiker dort in der Region in die Verantwortung. Bekennt euch zu Europa, lebt unsere Werte, dann seid ihr herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Marie Strack-Zimmermann, FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Tat ist es 20 Jahre her, dass die Einheiten der Bundeswehr die Grenzen zum Kosovo überschritten. Ja, es ist unvergessen und es wurde heiß diskutiert. Und sie hatten das Ziel, gemeinsam mit verbündeten Truppenkontingenten den Abzug der serbischen Polizei und der jugoslawischen Armee sicherzustellen. Und in der Spitze, das muss man sich vorstellen, waren insgesamt alle Verbündeten zusammen über 50.000 Soldaten beteiligt. Und noch mal zur Erinnerung, es basierte auf der Grundlage des UN-Resolution 1244. Es war keine Luftnummer. Das Ende der Kampfhandlungen zwischen der NATO und der Bundesrepublik Jugoslawien waren bereits kurz zuvor festgeschrieben worden. Und das Abkommen verpflichtete die KFOR-Truppen, auch die UCK, die albanische Befreiungsarmee, zu entwaffnen. Diese hatte ihrerseits bereits während des Bürgerkriegs grauenvolle Verbrechen an der serbisch-kosovarischen Minderheit verübt. Und damit richtete sich der Einsatz der Bundeswehr von Beginn an nicht eindimensional gegen irgendeine Gruppe. Durch das KFOR-Mandat war aus dem Kriegseinsatz ein Friedenseinsatz geworden, der Gewalt ein Ende machen sollte. Und wenn Sie sich die Filme von damals angeschaut haben, Herr Hampel von der AfD, Sie waren doch bei der ARD, dann schauen Sie sich mal die Filme an, die dort gedreht wurden. Da haben die Albaner gejubelt, als die KFOR-Einheiten kamen, und auch die Serben feierten das Ende dieses Krieges. Die Menschen waren den Krieg leid, sie waren in Müde und sie waren das Elend leid und sie waren dankbar, dass die Truppen gekommen sind. Es war ein Krieg, meine Damen und Herren, der tausende Opfer forderte, weit über 1 Million Menschen in die Flucht trieb. Das haben wir auch in der Bundesrepublik erlebt und in dessen Folge noch heute viele, viele tausend Menschen als vermisst gelten. Der Einsatz der NATO hatte Erfolg und hat diesen Bürgerkrieg beendet. Und das zeigt sich natürlich jetzt auch in der Senkung der Personalobergrenze der Bundeswehr. Umfasste das Mandat mal zu Spitzenzeiten bis zu 8.500 Soldaten, ist es heute bei 400. Und es wurde gerade gesagt, es sind noch 68 Soldaten vor Ort. Und ja, es ist richtig, an dieser Stelle noch mal Danke zu sagen an all die Soldatinnen und Soldaten, die in diesen 20 Jahren diesen Weg, der wahrlich eine Herausforderung war, eingegangen sind. Die FDP dankt von Herzen dafür.
Meine Damen und Herren, zur Wahrheit gehört auch, wenn der Friede heute im Kosovo herrscht, eine friedliche Situation ist es nicht. Der ethnische Konflikt wird leider von verschiedenen Akteuren immer wieder befeuert. Es spielt eben immer noch eine Rolle, wer Albaner, wer Serbe, wer Roma ist. Und inzwischen ist es vor allem die Minderheiten der Serben und Roma, die geschützt werden müssen. Serbische Kulturgüter drohen, ohne dauernde Bewachung zerstört zu werden. Und wiederholt kam es zu pogromartigen Ausreitungen durch die Albaner. Und hinzu kommt es aber auch in Gebieten wiederum der serbischen Mehrheit zu Unruhen und zu Angriffen auf UN-Angehörige und KFOR-Soldaten. Meine Damen und Herren, ich selbst konnte vor wenigen Wochen auf der Sicherheitskonferenz in Bratislava während eines Panels live erleben, wie sich die Präsidenten Serbiens und des Kosovo, Vucic und Tadic, auf offener Bühne wahrlich undiplomatisch verbal angegangen sind. Aber auch die wirtschaftlich schwierige Situation der Region und besonders die junge Generation, die nach Perspektiven sucht, denen muss noch Unterstützung gewährt werden, weil es bisher ein Klima der Instabilität ist. Und Instabilität bedeutet ein Nährboden für organisierte Kriminalität und auch dort islamischen Fundamentalismus zu erleben. Meine Damen und Herren, die KFOR-Mission hat ihren Auftrag erfüllt, die öffentliche Sicherheit und Ordnung herzustellen, die Entmilitarisierung im Kosovo zu gewährleisten. Der KFOR-Einsatz ist weiterhin sinnvoll und wichtig in der Region, die mehrheitlich ihre Zukunft, meine Damen und Herren, auch wenn es ein langer Weg ist, die mehrheitlich, gerade die jungen Leute, ihre Zukunft in Europa und in der NATO sieht. Die FDP wird diesem Mandat zustimmen. Sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die FDP-Fraktion, wo sie verteidigungspolitische Sprecherin ist. Und wir haben bislang nur ein ablehnendes Votum, nämlich aus den Reihen der AfD-Fraktion. Jetzt wird ein weiteres dazukommen, nämlich aus der Linksfraktion. Der nächste Redner ist Alexander Neu-Obmann im Verteidigungsausschuss. Im Gegensatz zu meinen Vorrednern, allesamt habe ich zwei Jahre kurz nach dem Krieg, zwei Jahre im Kosovo gearbeitet, habe also Einblicke bekommen, die viele von Ihnen nicht haben. Insofern, glaube ich, kann ich von einer hohen Authentizität meiner Beobachtung sprechen. Ja, vor 20 Jahren begann das NATO-Bombardement gegen Jugoslawien, danach die Besetzung durch die NATO-Truppen im Format des KFOR. Es gab eine Sicherheitsratsresolution 1244 und das ist ein Kunststück, dass der Angreifer, der Akteur, der angreift, sich dann als Friedenshüter mit einer Sicherheitsratsresolution ins Nest setzen kann und ein Gebiet besetzen kann. Aber zuvor gab es die sogenannten Rabouillet-Verhandlungen, die ja bekannterweise gescheitert sind. Die Rabouillet-Verhandlungen sind aber keine Verhandlungen gewesen, sondern es war der Versuch eines Diktats führender NATO-Staaten. Jugoslawien sollte auf einen Teil seines Staatsgebietes, das Kosovo, verzichten im Ergebnis. Und der Rest Jugoslawiens sollte sich öffnen für NATO-Truppenbewegungen. Das hat bekannterweise Jugoslawien abgelehnt, dieses Diktat. Das Resultat war ein 77 Tage lang anwährender Krieg gegen Jugoslawien. Begründet wurde dieser Angriffskrieg mit einer humanitären Intervention aufgrund eines Genozids gegenüber den Albanern. Den hat es aber nicht gegeben. Daher wurde dann von einem drohenden Genozid gesprochen. Stichwort Hufeisenplan Scharping. Das wahre Motiv dieser NATO-Aggression war also nicht der Schutz der Menschenrechte, zumindest nicht der serbischen Menschenrechte, wenn wir schon von Menschenrechten sprechen, sondern es ging darum, Jugoslawien in die Knie zu zwingen, wie es bereits Außenminister Kinkel im Jahre 92 geäußert hatte. Es ging darum, Jugoslawien in die Knie zu zwingen und Serbien die NATO-Interessen unterzuordnen. Nach 77 Tagen NATO-Bomben gegen Jugoslawien, gegen militärische und vor allem zivile Ziele, ist Jugoslawien in die Knie gezwungen worden. Der damalige NATO-Pressesprecher Jamie Shea prahlte: Die NATO bombt Jugoslawien in die Steinzeit zurück. Originalton. Ja, Schulen, Krankenhäuser, Brücken, Eisenbahnen, Kraftwerke, Denkmäler, Fernsehsender, Industrieanlagen wurden zerstört. Sehr geehrte Damen und Herren, das war eine wahre Meisterleistung der westlichen Wertegemeinschaft. Nach dem Einmarsch der NATO in das Kosovo mussten über 220.000 Menschen fliehen, nicht Albaner, Serben, Roma etc. etc., die bis heute nicht zurückkehren konnten, fliehen und wurden vertrieben unter den Augen und Duldung der NATO. Die Unterstützung für die albanischen Separatisten geht ja bis heute weiter, sehr geehrte Damen und Herren. Das Kosovo ist ein Hotspot für Islamismus und organisierte Kriminalität. Die Unabhängigkeitserklärung der albanischen Separatisten 2008 wurde von der NATO-Kräfte im Kosovo geradezu militärisch abgesichert. Und der Druck auf Serbien, das Kosovo diplomatisch anzuerkennen, wird zu einer faktischen Voraussetzung für die NATO-Beitrittsverhandlungen gehandelt. Sehr geehrte Damen und Herren, die UN-Sicherheitsratsresolution 1244 als auch die UNO-Charta sind ganz offensichtlich reine Makulatur für die NATO-Staaten, wenn es um den Balkanraum geht.
Wer über die Annexion der Krim spricht und den Respekt vom Völkerrecht einfordert, sehr geehrte Damen und Herren, aber die eigene Mittäterschaft in der Zerschlagung Jugoslawiens und in der Zerlegung des Völkerrechts verschweigt, der offenbart sein instrumentales Verhältnis zum Völkerrecht. Machtpolitik statt völkerrechtstreue Friedenspolitik ist die Leitlinie westlicher Politik. Und noch einen Hinweis. Ich finde es wirklich unsäglich, dass Kritik an diesem Einsatz immer auch mit Kritik an der Bundeswehr gleichgesetzt wird. Nein, es geht nicht um die Soldatinnen und Soldaten, die dort ihren Dienst verrichten, sondern es geht um die politischen Entscheider, die sie dorthin schicken und instrumentalisieren für ihre machtpolitischen Zwecke. Vielen Dank. Alexander Neu für die Linksfraktion in dieser Debatte, in der es um die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Kosovo geht. Dazu liegt ein Antrag der Bundesregierung vor. Der nächste Redner ist Manuel Sarrazin für Bündnis 90 Die Grünen. In weite Ferne gerückt. Für die Menschen vor Ort ist er aber nach wie vor sehr präsent. Auch 20 Jahre sind nicht ausreichend, um Traumata, den Verlust von Freunden, von geliebten Menschen zu verarbeiten. Ich bin froh, dass Kosovo trotzdem im Alltag heute friedlich und sicher ist. Nichtsdestotrotz sind sich alle Expertinnen und Experten einig, dieser Frieden ist keineswegs garantiert. Im Gegenteil. Seit November erleben wir eine neue Eskalationsspirale zwischen Serbien und Kosovo. Serbien blockierte mit Hilfe Russlands die Aufnahme Kosovos in Interpol. Daraufhin erhob die kosovarische Regierung 100%ige Zölle auf serbische Einfuhrprodukte. Die Gespräche zwischen beiden Regierungen zur Normalisierung ihrer Beziehungen liegen seitdem auf Eis. Konfrontation statt Annäherung lautet seitdem die Devise. Erst Ende Mai 2019 kam es im Norden Kosovos während eines Polizeieinsatzes gegen die organisierte Kriminalität zu einem Schusswechsel. Anschließend versetzte Serbien seine Streitkräfte in Alarmbereitschaft. Friedliche Nachbarschaft sieht anders aus. Weitere Eskalationen sind nicht auszuschließen. Vor diesem Hintergrund ist KFOR nach wie vor ein elementarer Schutz- und Stabilitätsfaktor. Darüber sind sich die breite Mehrheit der Bevölkerung, einschließlich der serbischen Minderheit, in Regierung und in Parlament sowie übrigens auch die serbische Regierung einig. Für uns Grüne sind der Frieden in der Region und die Stabilität ein übergeordnetes Ziel. Deshalb werden wir der Verlängerung des Mandats zustimmen. Ein Problem, was sich für unsere Fraktion aber ergibt, ist die bereits begonnene Umwandlung der bisherigen KSF in militärische Streitkräfte. Durch ein Gesetzespaket im letzten Dezember soll die KSF nun auch für die Landesverteidigung zuständig und militärisch ausgerüstet werden. Um das klar zu sagen, die KSF-Gesetze können nicht als einseitiger Akt Kosovos betrachtet werden. Vielmehr sind sie die Antwort auf die aggressive Droh- und Eskalationsrhetorik der serbischen Regierung. Regelmäßig drohen Präsident oder Ministerpräsident mit dem Einmarsch serbischer Truppen und unternehmen alles, um den Norden des Landes zu destabilisieren. Vertreterinnen der serbischen Minderheiten werden nicht selten als Marionetten für eine Obstruktionspolitik instrumentalisiert. Kosovo-Serben, die sich kritisch gegenüber der serbischen Regierung äußern, werden regelmäßig eingeschüchtert und bedroht. Der für seine Kritik an der serbischen Kosovo-Politik bekannte Oliver Ivanovic wurde 2018 ermordet. Der Aufbau einer kosovarischen Armee ist dennoch völkerrechtlich, aber auch sicherheitspolitisch brisant, weil sich die bestehenden Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo weiter verschärfen könnten. Wir hätten uns gewünscht, dass die Weiterentwicklung der KSF in einem Verfahren erfolgt wäre, das dem in der kosovarischen Verfassung vorgesehenen Weg eingehalten hätte, nämlich mit einer doppelten Zweidrittelmehrheit im Gesamtparlament und unter den Minderheitsvertreterinnen und Vertretern. Wir hätten uns gewünscht, dass die Minderheitenrechte in dieser Frage besonders sensibel behandelt werden. Die Argumentation, dass die KSF erst nach 10 Jahren in Kosovo Armed Forces umbenannt wird, halten wir politisch für nicht überzeugend. Die Beteiligung der NATO an der Beratung zur Ausbildung der KSF ist für meine Fraktion deswegen auch kritikwürdig, wobei wir wissen, dass die Beratung der KSF unabhängig von KFOR im sogenannten NALT läuft. Meine Fraktion steht zur Unabhängigkeit des Kosovo. Aber wir möchten dennoch betonen, dass sich aus der Anerkennung des Kosovos nicht automatisch die Legitimation für den Aufbau von eigenen Streitkräften ergibt. Einer der zentralen Gründe, dem KFOR-Mandat zuzustimmen, ist, dass die Sicherheitsresolution 1244 vorsieht, dass die Landesverteidigung nicht durch eigene Streitkräfte, sondern durch die in diesem Rahmen mandatierten Kräfte erfolgt. Nichtsdestotrotz stellt sich hier natürlich die Frage, wer nach einem vollständigen Abzug der internationalen Truppen die Sicherheit der Menschen im Ernstfall verteidigen wird. Auch darüber sollten wir rechtzeitig nachdenken. Sie alle wissen, dass wir auch ein Problem mit der tatsächlichen Truppenstärke im Kosovo haben.
Wer diese Region kennt, weiß, dass dieses Symbol gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Spannung zwischen Serbien und Kosovo und der nachvollziehbaren Angst vieler Menschen richtig und wichtig ist. Trotzdem ist auch hier klar, dass ein solches Auseinanderklaffen von Wirklichkeit und Mandatierung irgendwann aufgelöst werden muss. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. KFOR ist für den Frieden in der Region noch unerlässlich. Frieden auf dem Balkan wird es aber dauerhaft nur dann geben, wenn uns die Integration der Länder in die Europäische Union gelingt. Deswegen müssen wir im Herbst unbedingt die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien eröffnen und die Visafreiheit für das Kosovo durchsetzen. Vielen Dank. Ein Ja-Aber von Manuel Sarrazin, dem Sprecher für Osteuropapolitik in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, in dieser Debatte zum Bundeswehreinsatz in Kosovo bzw. dessen Verlängerung. Der nächste Redner heißt Eckhard Gnottke und kommt aus der Unionsfraktion. Meine Damen und Herren, wer jetzt im Sommer von Serbien aus in die Republik Kosovo einreisen will, muss Geduld mitbringen. Schon sehr früh stauen sich an Grenzübergängen wie Merdare, Medevce, Mutivoda die Fahrzeuge, weil Einreisen an der Grenze eine zwangshaftliche Versicherung abschließen können müssen. Die Menschen, überwiegend Kosovaren aus dem europäischen Ausland, nehmen dies jedoch geduldig auf sich, denn sie haben schon darauf gewartet, wie in jedem Jahr bei ihren Familien sein zu können und alles das zu tun, was man in Kosovo in wenigen Wochen erledigen kann, zum Beispiel zu heiraten, sich zu Familienfeiern und Festen zusammenzufinden oder aber ganz profan die Reparatur des Autos durchführen zu lassen. Denn, und darauf will ich hinaus, endlich sind Sie in Ihrem Land, mit dem Sie sich identifizieren, bei Ihren Angehörigen, von denen dann der Abschied auch wieder schwerfällt. Eine völlig andere Situation als noch vor 20 Jahren. Die Vorredner haben darauf hingewiesen. Da gab es 1,4 Millionen Menschen, die vertrieben wurden und flüchteten. Der größte Teil der damals 1,8 Millionen Kosovo-Albaner war obdachlos. Und es war damals überhaupt nicht daran zu denken, dass Kosovo einmal eine Heimstatt für Kosovaren werden könnte. Zum einen für diejenigen, die weiterhin in Kosovo wohnhaft sind und sich oftmals, Herr Dr. Fellinthor hat es gesagt, es ist nicht die Schweiz des Balkans, die sich oftmals eine bessere Arbeit zur Bewältigung ihres Alltags wünschen. Zum anderen für diejenigen, die im Ausland wohnen und dort ihren Lebensunterhalt verdienen, sich aber weiterhin als Kosovaren und Kosovo zugehörig fühlen und es auch sind. Wenn Sie einmal die genannten Grenzübergänge passieren oder mit dem Flugzeug von Berlin aus nach Pristina fliegen, sich also dort als ganz normale Besucher bewegen, so sollten Sie es nicht versäumen, Kosovaren nach ihrem Sicherheitsbefinden zu befragen. Viele Kosovaren sprechen übrigens Deutsch. Viele sind auch abgeschoben zum Teil, weil sie um Asyl nachgesucht haben. Es ist, wie gesagt, nicht alles ideal. Sie werden einhellig die Antwort erhalten, dass man sich sicher fühlt, dass man sich als Bürger eines selbstständigen Kosovo fühlt. Und wenig später wird man Ihnen dann sagen, Dank an KFOR. Herr Staatssekretär Silberhorn hat es beschrieben beim letzten Mal, den Abschlussappell in Prizren zum Beispiel. Die Menschen wissen sehr wohl, wem sie dieses Gefühl der Sicherheit zu verdanken haben. Jetzt noch 70 Soldaten im Kosovo, das ist vom Vorredner angesprochen worden, eine Mandatsobergrenze von bis zu 400, wie passt das zusammen? Das ist schlichtweg ein Rückfallszenario, denn insgesamt 28 Nationen haben Kräfte in der Republik Kosovo stationiert. Wir sind also nur in Anführungsstrichen ein Teil davon. Und die NATO hält für den Fall einer unerwarteten Lageverschärfung Reservekräfte aus Italien, Ungarn und Großbritannien bereit. Die sind festgelegt. Im Rahmen eines sogenannten Force Generation Process könnte dann auch das deutsche Kontingent entsprechend erhöht werden. Zusammengefasst hat sich das KFOR-Mandat von einem friedensschaffenden zu einem friedensbewahrenden Mandat gewandelt. Die vergleichsweise hohe Mandatsobergrenze soll all den Kräften, die glauben, die Erfolge in Kosovo in Frage stellen zu können, eine Mahnung sein. Man könnte die KFOR-Kontingente sehr schnell wieder aufstocken und den Menschen im Kosovo helfen, ihre Sicherheit wieder zu erlangen. Abschließend möchte ich den Soldaten danken, die in der Republik Kosovo tätig sind, aber auch denjenigen, die im Auftrag der Bundesregierung den Menschen weiterhin bei der Bewältigung ihres Alltags helfen, den GIZ-Mitarbeitern zum Beispiel oder den Mitarbeitern von DIMAG. Ich habe mir selbst im letzten Jahr ein Projekt anschauen können. Man hilft also zurückgekehrten Kosovaren dabei, Ausbildung und Arbeit zu finden. Die beiden Organisationen mögen stellvertretend für die anderen stehen und auch die Bundeswehrsoldaten. Sie machen alle einen großartigen Job. Sie setzen sich ein für die Menschen im Kosovo und sie setzen rechtsfreien Räumen in Europa Grenzen. Das ist in unser aller gemeinsamen Interesse. Ich bitte Sie, der Verlängerung des KFOR-Mandates zuzustimmen. Vielen Dank.
Eckhard Notke für die Unionsfraktion. Und er war schon der drittletzte Redner in dieser Aussprache zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Kosovo. Vorletzter Redner ist Josip Juratovic für die SPD-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Hampel und Herr Neu, der Unterschied zwischen Ihnen und dem Rest des Hauses ist eigentlich das, dass ich permanent erlebe, wie Sie sich an die Seite der Täter stellen und nicht an die Seite der Opfer. Und das sehe ich sehr problematisch. Nämlich, es gibt Opfer der Säuberungen, ethnischen Säuberungen. Sie wissen das ganz genau, was auf Kosovo damals stattfand. Und nicht nur auf Kosovo, sondern auf ganzem ehemaligen Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Und Kolleginnen und Kollegen, ich war zuletzt vor 14 Tagen in Kosovo und konnte wieder mit eigenen Augen sehen, was nationale Egoismen und Separatismen anrichten können. Übrigens, gerichtet an die AfD. Dieser Slogan, wir zuerst in Europa, diese Separatismen, die Sie auch bestärken, da sieht man ganz genau den Resultat auf dem Westbalkan. Genau diese Strukturen haben dazu geführt, dass diese Katastrophe dort stattfand. Kolleginnen und Kollegen, auf dem Kosovo finden heute keine bewaffnete Auseinandersetzung statt, und doch ist der Frieden dort, wie man fast täglich den Zeitungen entnehmen kann, sehr brüchig. Nicht zuletzt, weil Nationalisten und Kriegsprofiteure aller Art das Land in Geiselhaft halten und immer wieder für Konflikte mit den Nachbarn sorgen, rein um des Machterhalts willen. Mit dem traurigen Ergebnis, dass viele Menschen das Land verlassen in der Hoffnung, woanders eine bessere Zukunft zu finden. Auf der anderen Seite kämpfen täglich viele Menschen für ein besseres Kosovo, ein europäisches Kosovo, im Vertrauen auf unser Versprechen, dass ihr Land eine EU-Perspektive hat. Wir sehen also ein zerrissenes Land vor uns im Herzen Europas und dessen Schicksal uns nicht gleichgültig sein kann und darf. Kolleginnen und Kollegen, die gefährdeten demokratischen Kräfte in Kosovo brauchen unsere Unterstützung und unsere Solidarität. Und wenn wir glaubwürdig für ein Europa der demokratischen Werte stehen wollen, dann müssen wir diese Unterstützung leisten. Und dafür haben wir zwei Hebel. Erstens, wir setzen die deutsche Beteiligung am KFOR-Einsatz fort. Der KFOR-Einsatz dient nicht nur der Sicherheit und Stabilität in der Region. Er ist nicht nur Garant für den Frieden vor Ort, sondern er schützt eben auch die demokratischen Kräfte, also die Menschen, die im Kosovo mühsam für unsere Werte kämpfen. Sie zu schützen, ist eine zentrale Aufgabe, und dort gibt es keinen Raum für Zweideutigkeit. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir müssen den Kosovo und der Region Westbalkan glaubhaft den Weg in die EU ebnen. Jede Hinhaltetaktik oder Zweideutigkeit in diesem Zusammenhang von europäischer Seite arbeitet den Feinden der Demokratie in die Hände. Deswegen müssen auch die Spielchen jetzt aufhören. Seit 15 Jahren sprechen wir mit den Ländern des Westbalkans über EU-Perspektiven, und jetzt müssen endlich mal auch Taten folgen. Manchmal denke ich, zu viele haben es noch nicht begriffen. Es droht Krieg auf dem Balkan, und wir müssen bewusst und vor allem verantwortungsbewusst handeln, um ein erneutes Blutvergießen im Herzen Europas zu verhindern. Wir brauchen Haltung und Mut, wenn wir die Zukunft Europas und damit auch unsere eigene Zukunft sichern wollen. Auf dem Westbalkan und insbesondere auf dem Kosovo steht auch die Glaubwürdigkeit des demokratischen Europas auf dem Spiel. Deutschland kommt im EU-Beitrittsprozess im Übrigen eine Schlüsselrolle zu. Sie können sich nicht vorstellen, was für eine verheerende Signalwirkung es hätte, wenn die Deutschen den Menschen, ganz gleich in welchem Teil des Westbalkans, den Rücken zudrehen sollten oder auch nur diesen Eindruck entstehen ließen. Das würde einen immensen Vertrauensverlust und in die EU, aber auch in die eigene Zukunft bedeuten. Genauso wenig dürfen wir, und das geht auch an die Adresse der Union, leider, in der Region parteistrategische Interessen verfolgen. Wir, wie es gerade in den Teilen der Union in Albanien tun. Wir müssen regionalpolitisch handeln im Sinne der Menschen vor Ort, im Sinne der Demokratie. Denn eines ist klar, funktionierende Demokratieinstitutionen verhindern Kriege. Diese Institutionen und die Kosovaren zu schützen, dazu braucht es den Schutz der KFOR. An dieser Stelle möchte ich den Soldatinnen und Soldaten der KFOR auch meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Und ich bitte Sie um Ihre Zustimmung zu diesem Mandat. Dankeschön.
Josip Juratovic nochmal für die SPD-Fraktion. Und er hat hier ganz tapfer gegen eine gewisse Unruhe schon angeredet, denn Sie sehen es, der Plenarsaal hier im Deutschen Bundestag im Reichstagsgebäude fühlt sich jetzt zusehends. Es gibt ja gleich nach Peter Bayer, der im Moment am Pult ist, eine namentliche Abstimmung. Und dann kommen halt alle Abgeordneten so nach und nach hier rein und besprechen natürlich auch andere Dinge als das, was vorne am Pult diskutiert wird. Aber zunächst Peter Bayer. Kosovo, Serbien gesprochen haben hier im Hohen Haus. Und das trifft ja auch zu, dass die Situation stabil, aber fragil ist. Aber nun gehen wir doch noch mal 20 Jahre zurück, im Jahre 1999, zu Beginn des KFOR-Einsatzes, wie die Lage denn dort aussah. Die Soldaten, über 50.000, davon bis zu 6.000 Angehörige der Bundeswehr, haben ein Land vorgefunden, das kriegszerrüttet, kriegszerstört war. Es waren Hunderttausende, ja über 850.000 Flüchtlinge, Binnenvertriebene dort. Und das ist eine ganz andere Situation, als wir sie heute vorfinden. Ich bin in den letzten 10 Jahren mehrfach jedes Jahr im westlichen Balkan unterwegs gewesen, konnte mich dabei selbst davon überzeugen, dass die Situation heute eine andere, eine nicht, immer noch nicht perfekte, aber eine qualitativ deutlich bessere ist, als das noch vor 20 und als das auch noch vor 10 oder 5 Jahren gewesen ist, meine Damen und Herren. Und das ist auch zu einem ganz entscheidenden Teil den KFOR-Soldatinnen und Soldaten zu verdanken. Und an dieser Stelle spreche ich ausdrücklich den Angehörigen der Bundeswehr, die hier in den letzten Jahren ihren Dienst verrichtet haben und das auch heute noch tun, meinen und unseren Dank aus. Meine Damen und Herren, wegen dieser qualitativen Verbesserungen in der Region ist es auch richtig, dass wir weiter die Obergrenze von 800 jetzt auf 400 reduzieren, halbieren auf 400. Denn das schafft Freiräume auch für positive Entwicklungen. Es wurde bereits erwähnt, dass das durch die Bundeswehr betriebene Feldlager in Prizren im Herbst letzten Jahres geräumt werden konnte, übergeben werden konnte an Kosovo. Und hier sollen neue Zukunftsperspektiven entstehen in einem Technologie- und Innovationspark. Das muss aber noch schneller gehen, um den Menschen die Zukunftschancen auch rasch anbieten zu können. Es muss durch weniger Bürokratie einhergehen. Dafür werbe ich, meine Damen und Herren. Ich sage aber auch, Stopp mit einer übereilten, weiteren, zu krassen Reduzierung der Obergrenze. Denn nicht alles entwickelt sich zum Positiven. Wir haben das in der heutigen Debatte schon mehrfach gehört. Gerade in den letzten Wochen und Monaten konnten wir im Norden des Kosovo, der mehrheitlich von Serben bewohnt ist, Polizeieinsätze wieder beobachten, die sich gegen organisierte Kriminalität gerichtet haben. Es sind ethnische Spannungen im Land vorhanden. Hier stabilisiert und unterstützt KFOR auch nach wie vor. Und diese Entwicklungen, wie sie heute noch zu finden sind, zeigt ja, dass KFOR und auch die Bundeswehrsoldaten immer noch gebraucht werden vor Ort. Und dafür ist es erforderlich, dass wir auch heute dieses Mandat verlängern. Keine Lösung, meine Damen und Herren, vielen Dank, keine Lösung, meine Damen und Herren, sind Fantastereien von Großmachtstreben, von ethnischen Staaten, einem Großalbanien oder einem Landtausch. Meine Damen und Herren, es ist klar, dass das keine Lösungen, sondern im Gegenteil neue Probleme schaffen wird. Und da brodelt es, meine Damen und Herren, ich warne bei der Umsetzung solcher Fantastereien von neuen Bürgerkriegen im westlichen Balkan direkt bei uns vor der Haustüre. Das können wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Wahr ist auch, dass KFOR alleine selbstverständlich keine Lösungen komplett schaffen kann. Die Staaten sind alleine selbst gefordert, vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen. Serbien und Kosovo müssen die festgefahrenen Dialoge wieder aufnehmen und selbst Schritte des Fortschrittes begehen. Nur dann ist auch unsere Unterstützungsleistung, nicht nur durch KFOR, sondern auch politische Natur, erfolgreich. Aber die Schritte müssen die Staaten und Akteure dort selbst umgehen. Und eine Wahrheit ist auch, meine Damen und Herren, die 5 immer noch Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die das Kosovo immer noch nicht anerkennen, rufe ich an dieser Stelle wie in jeder meiner Reden dazu aus, das jetzt endlich nachzuholen, denn es ist im Interesse der Europäischen Union,
dort nicht dritten Akteuren Tür und Tor zu öffnen und ihren Einfluss zu stärken, das kann nicht im Sinne unserer europäischen Stabilitäts- und Friedensinteressen sein, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne schließe ich, Herr Präsident, es gibt kein Datum für das Ende des KFOR-Einsatzes, aber eins weiß ich ganz genau, eine Normalisierung, ein Abkommen, das rechtlich bindend ist und das Verhältnis Serbien-Kosovo abschließend regelt, ist Voraussetzung für einen Abzug der KFOR-Soldaten. Das geschieht hoffentlich bald, aber es wird noch eine Zeit lang dauern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt Peter Bayer für die Unionsfraktion, der letzte Redner in dieser Aussprache zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Kosovo. Es ist der, an dem die Bundeswehr am längsten beteiligt ist. 20 Jahre währt dieser Einsatz inzwischen und von Anfang an ist auch die Bundeswehr dabei.